Schlag nach bei Trashipedia. Heute die chinesische Mauer. Im 5. Jahrhundert vor Christi wurde mit dem Bau der 8.851,8 Kilometer langen chinesischen Mauer begonnen. Allerdings damals noch aus Reisig und Lehm. 1368 hatte der chinesische Kaiser aus der Ming-Dynastie die Schnauze endlich gestrichen voll von den Übergriffen der Mongolen. Kaiser Min Xing Sinfutsch verfügte über ein großes Heer von Arbeitern. Leider kannten die meisten sich nur mit dem Reisanbau aus. Also sandte er seine Boten in alle Welt und lud Gastarbeiter ein. Er fand sie in der ehemaligen DDR. Die hatten Erfahrung mit dem Mauerbau. Und so entstand ab 1368 eine richtig hohe, gut gemauerte chinesische Mauer. Unter den Gastarbeitern war übrigens auch eine Frau und die hieß Uschi. Und da sie Uschi nicht sagen konnten, die Chinesen, hieß das auf einmal Sushi und ist bis heute eins der beliebtesten Gerichte der Japaner und Chinesen. Aua, aua, das muss doch wehtun. Was hat der Trashi denn geraucht?